Oh hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Kanal-Update. Ich muss sagen, ich habe einen ziemlich krassen Monat hinter mir. Also da ist sehr viel passiert und da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, der Monat fing damit an, dass ich Besuch von einer Freundin hatte und dass auch mal mein Bruder vorbeikam und wir versuchten, unten beim Keller das Schloss aufzubohren, weil... Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich komme aktuell ja nicht in meinen Keller rein, weil der Schlüssel irgendwie dafür hops gegangen ist. Deswegen haben wir versucht, das in Eigenregie mal aufzubohren. Ja, es sollte eigentlich ganz easy sein, dachten wir. Hat auch funktioniert, nur wenn man dann den Kern dreht, dann geht das Schloss nicht auf. Keine Ahnung warum, irgendwie ist dann im Schloss wahrscheinlich irgendwo was gebrochen, dass sich dieses Ding nicht mehr dreht, damit die Tür aufgeht. Das ist natürlich sehr unglücklich, weil das bedeutet, ich muss letztendlich dann doch einen Schlüsseldienst bezahlen, wozu ich jetzt die ganze Zeit noch nicht wirklich kam. Ich habe ja aktuell, mache ich ein Praktikum. Ich mache ein Praktikum in einer Firma, in der Marketingabteilung, in der Foto- und Medienabteilung und habe jetzt meine zweite Woche hinter mir und ich muss sagen, es macht unglaublich viel Bock. Ich habe Spaß und ich habe noch nie so viel in meinem Leben an Buffets und anderem Gedöns gegessen und war bisher an so vielen interessanten Orten, obwohl das letzte stimmt nicht wirklich. Aber ich war auf jeden Fall sehr viel unterwegs, ja, also und habe auch sehr viel Essen überall bekommen, ja. Das klingt so als... Das klingt wie so ein armer Junge, der zum ersten Mal so einen Job hat und Sachen erlebt. Ey. Aber nee, nichtsdestotrotz, das Praktikum macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist im Grunde eigentlich genau das, was ich eigentlich auch mal später machen wollen würde. Eventuell in einer Medienabteilung, in einer Firma arbeiten und eben für diese Firma dann halt Inhalte produzieren und auch aktiv bei der Firma mitmachen, um deren Image zu ändern vielleicht auch. Da angefangen hat das Praktikum ziemlich basic mit, ja, mach mal hier, stell mal hier so auf, mach mal ein paar Vorbereitungen und dann machen wir mal ein paar Fotos zu Produkten und das habe ich auch alles gemacht, war alles relativ easy, also im Vorfeld habe ich mir auch schon mega so die Gedanken gemacht, wie wird das sein, wie wird das ablaufen, ist es vielleicht ein bisschen zu überwältigend für mich am Anfang, aber ehrlich gesagt habe ich mich innerhalb von 2-3 Tagen komplett eingefunden und fühle mich da ziemlich wohl drin. In der Medienabteilung, lustigerweise, bin ich und halt mein Betreuer, ne? der halt die Medienabteilung mehr oder weniger führt, sozusagen. Ne? Das ist ein Typ, der auch sehr sympathisch ist. Ich verstehe mich echt gut mit ihm. Es macht auch wirklich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Man ergänzt sich sehr gut miteinander. Ja, ich kann ihm mal immer noch Tipps geben. Er kann mir Tipps geben. Das ist einfach... Es hält sich sehr gut in der Waage, muss ich sagen. Und ich glaube auch so die Befürchtung von ihm war anfangs so ein bisschen, dass da jetzt vielleicht jemand kommt, der irgendwie so gar keine Ahnung hat. Ja? Also er war selber anfangs ziemlich überrascht von dem, was ich so leiste und wie schnell ich Sachen auch kapiere. Also ich glaube, dieses Bild hat man von Leuten, die in ihrem Portfolio so 4 Jahre lang nichts drin haben und auch keine Arbeitsbeweise oder sonst irgendwas. Und dann kommen die halt so daher und sind halt direkt nach 2-3 Tagen direkt drin so. Und das ist halt auch immer das, was ich so gesagt habe. Man muss mir nur mal eine Chance geben und dann mache ich die Sache auch gut. Aber ne, das ist halt so das Problem in der Arbeitswelt. Ah, man sieht so das Portfolio und denkt so, ist bestimmt scheiße. Wir nehmen mal lieber diesen komischen, frisch aus der Schule gekommenen Typen da. Der ist vielleicht besser. Ja, auf jeden Fall finde ich mich da echt gut zurecht und wie gesagt, es läuft alles sehr wunderbar. Das ist auch sehr interessant, was man da so alles firmenintern mitbekommt, also an was so gearbeitet wird, was für die neuen Technologien sind, die dann kommen. Das ist schon sehr, sehr interessant und also ich kann mich echt nicht beschweren. Die Arbeit macht Spaß. Gut, ich bekomme nicht wirklich viel Geld dafür, für das, was ich mache, aber das ist nicht der Firma geschuldet, sondern dem Jobcenter und meiner aktuellen Sozialgeldlage, sage ich mal. Aber sonst bin ich wirklich vollkommen zufrieden und es ist auch einfach Arbeit, die mir Spaß macht. Und das war auch etwas, wo ich so anfangs so ein bisschen am Zweifeln war. Viele Leute weigern sich ja mehr oder weniger ihr Hobby zum Beruf zu machen, weil man dann vielleicht eingeschränkt ist oder weil man dann vielleicht mehr Arbeit assoziiert mit dem Hobby, das man hat.
Muss ich ehrlich sagen, ist bei mir gar nicht so. Wenn überhaupt, lerne ich dadurch sogar noch ziemlich viele Dinge, die ich dann auch selber wieder in meine Videos dann bringen könnte. Zum Beispiel habe ich in der Zeit einfach so viel über Premiere gelernt, was ich zum Beispiel vorher gar nicht wusste, was dann plötzlich halt auf mich zukam und wo ich so dachte, ah, okay, so, ah, so geht das, ah, ja, cool. Und ja, basically mache ich den ganzen Tag nichts anderes als in Premiere zu arbeiten. Dann waren wir auch noch auf einer Messe, wo er als, ich glaube, Referendar aufgetreten ist. Das war so eine kleine Messe, die Keyshot World. Das war ziemlich interessant, da ging es halt so um 3D-Applikationen, wo man halt 3D-Modelle macht und dann auch texturiert und so. Und das war schon sehr interessant. Vor allem einen Vortrag fand ich sehr spannend, und zwar über die Textilindustrie. Und es ist krass, wie weit Textilrenderings mittlerweile an reale Textilien rankommen. Also das Thema fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und das war auch, ich saß in diesem riesigen Hörsaal und habe dazu geguckt, als würde ich gerade den spannendsten Kinofilm der Welt angucken. Das war so, das war richtig heftig, was da so gezeigt wurde tatsächlich. Und das Essen da war auch wirklich sehr gut. Also, aber ein Glück, ja, bewege ich mich in letzter Zeit sehr viel. Es ist auch stellenweise sehr warm draußen, dann wieder sehr kühl. Ja, das Wetter ist sehr wechselhaft derzeit. Aber ich bewege mich auch sehr viel und das gleicht dann das viele Essen wieder aus. Ja, stellenweise komme ich so mit einem vollgefressenen Bauch raus und denke mir so, okay, heute esse ich nichts mehr. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe ein neues Video hochgeladen, das inzwischen nicht mehr verfügbar ist. Und zwar der beste Koch der Welt, Rambo, auf Schwäbisch. Ja, leider wurde das gestrikt von Universal, obwohl genau dasselbe Video von Elsterglanz mittlerweile auch wieder da ist. Das ist da, welches genau gleich ist, nur halt auf Sächsisch und meins auf Schwäbisch. Aber meins wurde dann leider gestrikt. Falls ihr irgendwie eine VPN habt oder so, dann könnt ihr, glaube ich, auf eine US-IP wechseln oder so, dann könnt ihr es noch anschauen. Aber in Deutschland und in vielen anderen Ländern ist es gesperrt, außer in den USA irgendwie. Aber gut, ne? Das heißt dann wohl, es gibt fürs Erste keine Spätzle. Ja, ich gucke, dass ich das Video eventuell nochmal auf Odyssey hochlade, dass ihr das dann da angucken könnt, falls es wen interessiert. Aber fürs Erste wird es wahrscheinlich erstmal nicht mehr auf diesen Kanal kommen. Ich überlege allerdings, ob ich das Video von Elsterglanz nehme, weil das ist ja anscheinend, das geht ja. Und dann packe ich einfach die Audio darüber und lade es dann vielleicht nochmal neu hoch, obwohl ich jemand bin, der sehr ungerne Sachen doppelt hochlädt oder, ja, keine Ahnung, finde ich einfach nicht so geil. Aber mal schauen, weil ich fand das eigentlich schon sehr lustig und ich habe es mir auch gefühlt 10-mal nochmal selbst angeguckt, weil ich fand es dann doch ziemlich lustig am Ende. Ja, eine Sache, die nicht ganz so lustig war diese Woche, das war... Ja, mein PC ist kaputt gegangen. Ja, ihr fragt mich bestimmt, was war da denn los? Das habe ich mich auch gefragt, denn ich habe ganz normal so ein bisschen GTA gezockt und auf einmal aus. Einfach PC aus, Bildschirme dunkel. Und ich dachte mir so, oh, es kann ja mal passieren, dass ein PC einfach so abstürzt. Und komischerweise passiert das hin und wieder mal ein paar Leuten bei GTA, so die ich kenne. Aber er ging halt auch nicht mehr an, also von selber. Und dann dachte ich mir, okay, ja, drückst du mal einen Knopf. Aber es hat sich nichts getan, ja. Ich habe den Knopf gespammt, kein Mucks, nichts, gar nichts. Der war einfach tot. Und dann dachte ich mir so, ja, geil. Dann saß ich halt da und der PC war dunkel und man wusste nicht genau, woran es lag. Ja, es hätte ja alles sein können, von dem Netzteil über das Mainboard, vielleicht ein RAM-Fehler. Vielleicht Grafikkarte kaputt, aber dann würde er wenigstens noch laufen. Oder CPU zerrissen, aber ja, es gab nur zwei Möglichkeiten, entweder Mainboard oder Netzteil am Ende. Weshalb ich dann auch einen Tag später zu einem Kumpel gefahren bin, nach Stuttgart zum Damon. Da haben wir mal so ein bisschen Troubleshooting gemacht und haben dann nach ein bisschen hin und her festgestellt, okay, es liegt wohl zum Glück am Netzteil. Weil wenn es irgendwas anderes gewesen wäre, dann wären direkt wieder 500, 600 Euro zum Fenster raus gewesen. Deswegen war es relativ easy, einfach 60 Euro für ein neues Netzteil rausgehauen und einen Tag später war es dann auch da. Ich habe es eingebaut und der PC lief Gott sei Dank wieder. Ja, es war alles gut. Ja, wäre scheiße gewesen, wenn ich jetzt wenn ich den PC verloren hätte. Zum Glück hat die Festplatte auch keinen Schaden bekommen oder sowas. Die laufen alle wunderbar ohne Fehler.
Also kann es genauso weitergehen wie vorher. Ja, in der Zeit, wo mein PC down war, habe ich meinen alten PC wieder angeschlossen, den ich davor hatte. Ja, das war so ein kleiner Nostalgietrip. Ja, so 6 Jahre zurück. Noch mit Windows 7 und alles irgendwie veraltet und man musste sich überall wieder neu anmelden. Und ja, dann konnte ich in der Zeit zumindest YouTube-Videos anschauen und das war schon ganz cool. Was auch sehr cool war, war, dass ich bei einer Oldtimer-Rallye mitgemacht habe. Ja, ich besitze einen noch nicht ganz Oldtimer, aber das Motorrad, das ich euch schon mal gezeigt habe, das ist 29 Jahre alt und gehört zu den Youngtimern. Nächstes Jahr ist es dann tatsächlich schon ein Oldtimer mit 30 Jahren, obwohl es noch gar nicht so aussieht. Das Motorrad wurde 93 gebaut und ich meine, wir haben jetzt 2022, ne? Man mag es kaum glauben, die 90er sind stellenweise schon 30 Jahre zurück, beziehungsweise Anfang der 90er. Und dann kam mein Vater um die Ecke und hat gesagt, jo, hier findet eine Oldtimer-Rallye statt mit Youngtimer-Segment. Lass doch da mal hingehen, lass doch eventuell mitmachen, ja. Und das haben wir dann gemacht, ja, sind wir hochgefahren, ja, hoch auf die Schwäbische Alb, ins tiefste schwäbische Dorf, das es so gibt, wo auch alle Leute das tiefste Schwäbisch reden, das ist einfach, ja, es war schön, also war echt schön da, auch die Rundfahrt, die wir dann gemacht haben, war auch sehr cool, einmal über die halbe Schwäbische Alb so gefühlt, haben wir an dieser Rallye mitgemacht und auf dieser Rallye musste man dann verschiedene Prüfungen ablegen. Und je nachdem, wie gut man diese Prüfung ablegt, desto weniger Strafpunkte hat man. Das waren so verschiedene Sachen wie einfach irgendwie, keine Ahnung, 30 oder 40 Zentimeter vor einer Wand halten, ja, und dann messen, wie weit ist das. Oder seitlich neben einem Balken anhalten, 30 Zentimeter, und dann wird auch hier gemessen. Dann wird bei einer Station so eine Stange runtergelassen, wo man dann schätzen muss, okay. Und dann wird halt geguckt, aha, wie weit ist diese Stange vom höchsten Punkt des Fahrzeugs weg? Und dann wird auch hier so gemessen. Und was war das andere? 5 Meter ab einem Punkt nach vorne fahren und dann gucken, wie sehr hat man sich verschätzt. Und da habe ich die meisten Strafpunkte bekommen, weil so, ich keine Ahnung, so kleinere Sachen kann ich noch relativ gut schätzen. Aber wenn es dann so geht in 5 Meter oder so, ja, ich bin halt ein bisschen vorgerollt und dann waren es halt 7,40 Meter. Da habe ich am meisten Strafpunkte bekommen. Und hätte ich das nicht bekommen, dann wäre ich wahrscheinlich sogar auf den ersten oder zweiten Platz gekommen. Ja? Aber leider wurde es dann... Oder was heißt leider? Ich habe den dritten Platz geschafft und deswegen habe ich hier diesen kleinen Pokal bekommen. Ja, das ist sehr cool. Das ist tatsächlich der erste Pokal, den ich jemals bekommen habe. Es ist nicht der erste Preis, den ich jemals bekommen habe, aber zumindest meinen ersten Pokal. Und ja, der steht jetzt bei mir zu Hause rum. Ist schon sehr cool. Es gab zwar nur 3 Teilnehmer in der Kategorie, in der wir drin waren. Das heißt, ich hätte den so oder so bekommen. Aber scheißegal. Ich habe einen Pokal. Also. Letzter Platz. Ja, ganz knapp hinter meinem Vater, der auch eine Youngtimer hat. Ich dachte eigentlich, ich wäre vor ihm gelandet. Aber wegen diesen 7,40 Meter hat es halt leider nicht geklappt. Bei allen anderen Sachen war ich aber besser. Ja, also das einmal gesagt. Ich habe mich nur in der Weite verschätzt. Und das war es eigentlich so ziemlich, was ich alles in diesem Monat erlebt habe. Schloss aufbohren, eine Freundin war da, Praktikum hat angefangen, im Praktikum schon sehr viel erlebt in den 2 Wochen, Oldtimer Rallye mitgefahren, Preis gewonnen, ja. Ja, 6 Wochen muss ich auf jeden Fall noch machen an Praktikum und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ja, es wird bestimmt interessant, vielleicht wird es demnächst auch so ein bisschen stressig. Wir werden auf jeden Fall sehr viel unterwegs sein im Juli und zwar machen wir dann sehr viele Anwendungsbilder und Videos auf Baustellen und da bin ich schon sehr gespannt, weil bis jetzt hatte ich ja nur so, ja, eigentlich Büroarbeit und hier und da halt so ein bisschen rumlaufen und die Firma kennenlernen und jetzt geht es aber dann wirklich auch mal raus und Bilder und Videos machen und das ist ja eine Sache, auf die ich sehr gespannt bin, weil dass ich Videos schneiden mag, ist ja cool, aber was ich ja wirklich auch so ein bisschen lernen und verfestigen will, ist halt auch einfach so auch Videos aufnehmen und fotografieren und sowas und ich denke, das wird auch nochmal ziemlich spannend, auch wahrscheinlich sehr anstrengend, weil wir müssen echt viel Zeug mitschleppen. Ich erzähle euch dann beim nächsten Kanal-Update, wie es damit gelaufen ist und was ich so erlebt habe und ja, was soll ich noch groß sagen? Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Kanal-Update. So. Oh nein, jetzt sind da Fingerabdrücke drauf. Jetzt muss ich den wieder polieren.